Ein ganz liebes und herzliches Hallo im Jahr 2021. Endlich haben wir das mühsame Jahr 2020 geschafft und den Jahresübertritt wohlwollend, hoffentlich gut überstanden. Und so sind wir jetzt angekommen im neuen Jahr 2021, im Jänner 2021. Herzlich willkommen, würde ich mal sagen, in diesem neuen Jahr. Denn das Alte hat uns doch so einiges abverlangt, auch wenn es im Nachhinein gesehen unglaublich viele sehr schöne und positive Veränderungen gebracht hat, die auch noch weiter wachsen und wirken werden. Vielleicht werden wir auch in wenigen Jahren erst wirklich erkennen, wie bedeutsam 2020 wirklich war. Jetzt aber sind wir mal im Jänner 2021 angekommen und es freut mich sehr, dass dieser Jänner sich zeigt in einer ganz neuen Schwingung und mit ganz neuen Aufgaben und mit ganz neuen Herausforderungen auch für uns selber. Ich bin heute durch den Wald spaziert und habe gefragt, lieber Jänner 2021, was möchtest du uns denn gerne sagen? Und er hat gesagt, er würde uns gerne sagen, dass es jetzt um Klarheit geht und um Wahrheit. Und zwar um diese eigene innere Klarheit. Wo geht denn dieser neue Weg tatsächlich für mich hin? Und auch um diese eigene innere Wahrheit. Was stimmt denn für mich? Was stimmt denn für mein Herz, für meine Seele? Was stimmt denn ganz tief in mir drinnen? Und so dürfen wir uns erlauben, jetzt im Jänner ganz viel uns immer wieder auszurichten auf Klarheit, auf Klärung und auf Wahrheit. Und das ganz auf persönlicher Ebene. Es geht immer wieder nur von innen ins Außen, niemals umgekehrt, auch wenn euch das viele so vermitteln wollen. Und das Schöne ist, dieser Jänner ist ja immer noch zwischen den Jahren. Wir befinden uns immer noch in den Rauhnächten. Und alles, was jetzt neu beginnt, und es wird ganz vieles neu beginnen. Das Jahr 2021 wird noch ein bisschen rumpelig und ruckig beginnen. Mein persönliches Gefühl ist, dass es bis etwa Mitte, Ende März, Anfang April noch sehr, sehr, sagen wir mal, ein bisschen noch schwierig bleiben wird. Und dann habe ich das Gefühl, es wird immer freier und freier und freier. Und diese ersten Tage und Wochen dieses Jahres liegen eben immer noch mitten im Winter drinnen, wo es noch gar nicht so sehr um dieses neue Wachstum geht. Auch noch gar nicht, dass man das Neue greifen und sehen und auch wirklich schon tun kann, sondern es geht vielmehr darum, all dieses Neue jetzt im Geiste zu kreieren. In den Rauhnächten, ihr erinnert euch, träumen wir die neue Realität herbei. Unsere Träume, unsere Visionen, alles, was wir aus dem feinstofflichen, geistigen Feld hereinholen, wird zur Materie, wird zur Realität. Und so geht es jetzt vor allem darum, diese Klarheit und diese Wahrheit im feinstofflichen Feld zu suchen, wirklich in unseren Gedanken, in unseren Träumen, in unseren Visionen, in unseren Emotionen. Wo soll meine ganz persönliche Reise hingehen? Wie soll mein neues Leben aussehen? Wofür setze ich mich ein? Wie kreiere ich diese neuen Strukturen, die ja auf der Erde immer mehr manifest werden sollen? Und im Gegenzug auch die Frage natürlich dagegen, was lasse ich jetzt wirklich hinter mir? Wo bin ich bereit, das Alte tatsächlich hinter mir zu lassen und nicht weiter mitzunehmen in diese neue Zeit hinein? Diese beiden Fragen werden uns noch den gesamten Jänner beschäftigen. Ich würde auf jeden Fall den Schwerpunkt wirklich in diese Ausrichtung nach vorne lenken und ganz klar in dir selbst mit dir zu klären, was nehme ich mit in diese neue Zeit? Was sind meine Werte? Was ist mir wirklich wichtig? Worauf möchte ich nicht verzichten? Weil wenn ich darauf verzichte, dann ist mein Leben nicht so erfüllt, wie es eigentlich erfüllt sein soll. Und diese Fülle wird sich zwar immer mehr zeigen, dass die einfachen Dinge, die wahren großen Dinge sind. Und dennoch dürfen und müssen wir uns jetzt überprüfen, wohin geht die Reise? Was ist das, was ich in dieser neuen Zeit gerne mitkreieren möchte? Was ist das, was ich in dieser neuen Zeit zu geben habe? Was sind die Werte der neuen Zeit? Lebe ich denn schon diesen Frieden, diesen inneren, diese Zufriedenheit? Lebe ich schon die Liebe, das neue Miteinander? Und da dürfen wir uns
Tag für Tag, Schritt für Schritt immer wieder bemühen, dorthin weiter hineinzugehen, während die alten Strukturen sich parallel immer mehr auflösen, auch in uns, und wir auch erkennen dürfen und müssen, was gibt es in mir noch weiter loszulassen, zu heilen, wo habe ich die Erkenntnis erlangt, dass das in meinem Leben nicht mehr mit dabei sein soll, und wo braucht es vielleicht auch noch den einen oder anderen Schritt, dass ich es wirklich hinter mir lassen darf. Das wird sich jetzt alles in Jänner zeigen. Es geht um Klarheit und um Wahrheit. Und diese Klarheit und diese Wahrheit werden in diesen geistigen Ebenen geboren. Und ich kann dich nur einladen, dass du so viel als möglich dir Zeit nimmst, dich hinzusetzen und wirklich darüber nachzudenken, wie soll diese neue Zeit aussehen und was ist mein Beitrag dazu. Und dass du es dann versuchst, so gut als möglich zu machen. Und wenn sich etwas zeigt aus der alten Zeit, dass du den Mut findest und die Kraft findest, die alten Strukturen in dir selbst zu erlösen und zu heilen. Und so werden wir eintreten in dieses neue Jahr. Und es wird immer weiter vorwärts gehen. Und auch wenn jetzt noch einige Themen dichter werden und uns vielleicht noch einmal spüren lassen wollen, ist es, es geht jetzt alles schief auf Erden, hat die Schief-G-Energie eigentlich nicht mehr wirklich Kraft. Ich kenne alle Themen dahinter, ich werde sie jetzt nicht ansprechen, denn meine Ausrichtung ist ganz klar, es geht in eine positive Zukunft, auch wenn es immer noch ruckelig bleiben wird. April, Mai habe ich sehr, sehr frei schon in meinen Visionen da. Also habt Vertrauen, dass wir spätestens im Sommer schon viele Veränderungen, die wir uns erträumen und erhoffen, tatsächlich geschafft haben. So, und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und einen wunderbaren Jänner und noch einmal ein herzliches Willkommen im neuen Jahr 2021.